Ja, Freunde, grüß Gott, Servus, Grüezi und Hallo. Heute zu einer neuen Folge von Kulturfesten und anderen gleichen tollen Festivitäten. Heute wollen wir uns einmal näher befassen mit sozusagen den Volksfestveranstaltungen der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden und wir fragen uns seit geraumer Zeit, was ist los in der Landeshauptstadt, was ist los am Mainzer Rhein-Frühling und wir wollen mal heute mal gucken, wie könnte man die Probleme dieser Feste in Zukunft lösen. Wir wollen heute mal gucken, wie kann der Mensch förmlich quasi dafür sicherstellen, dass ein geordneterer Ablauf der Feste möglich ist. Und wenn wir mal die Lupe hernehmen, die Lupe suchen, dann haben wir insgesamt drei Feste in Rhein-Main im April und März. Das wären zum einen die Frankfurter Dippemess, zum anderen das Wiesbadener Frühlingsfest und zudem der Mainzer Rhein-Frühling. Und da fragt man sich so ein bisschen als wie soll man sagen, Kulturexperte, warum macht man die Feste eigentlich, so legt man die so kompliziert? Und jetzt haben wir das Problem, dass der Rhein-Frühling nach hinten verschoben wurde wegen den Bauarbeiten am Rheinufer und dementsprechend ist der Mainzer Rhein-Frühling quasi zum Rhein-Sommer geworden und das wiederum kollidiert dann mit dem Heiner-Fest in Darmstadt, mit der Gipperkerb in Wiesbaden, mit dem Schiersteiner Hafenfest auch wiederum. Und bei den ganzen Terminen durcheinander müsste man sich eigentlich fragen, was würde den Schaustellen weiterhelfen und was könnte den ortsansässigen Beschickern weiterhelfen. Und da müsste man sich Gedanken machen, wie kann persönlich ein Ablauf so strukturiert werden, dass die Schausteller auf den Punkt A den Platz in Mainz halten können, Punkt 2, wie die Feste in Rhein-Main zukünftig strukturiert werden könnten, dass alle Feste irgendwie nacheinander laufen könnten für die Schausteller aus logistischen Gründen und wie das alles funktionieren könnte. Und ich persönlich bin ja der Meinung, dass man als allererstes mal gucken könnte, wie kann man den Mainzer Rhein-Frühling wieder an seinen alten Platz zurückverlegen, wie kann das Wiesbadener Frühlingsfest dann angekoppelt werden und wie könnte dann die Frankfurter Dippemess hinten dran noch gehangen werden. Da steht ja im Raum, dass die eventuell umziehen soll ans Rebstockgelände und das Wiesbadener Frühlingsfest könnte eventuell auch umziehen und ich finde, dass es schwierig ist, auf der einen Seite das alles unter deinen Hut zu bekommen, wenn da Umzüge im Raum stehen, aber wenn man muss den Schaustellern auch irgendwie Perspektiven zeigen, man muss den Schaustellern auch irgendwie Möglichkeiten aufzeigen, dass die Schaustellerwelt auch planen und organisieren kann. Es bringt nichts, wenn wir alles immer nur verschieben. Wir brauchen eine gewisse Planungssicherheit für die Schaustellerinnen und Schausteller, dass sie auch persönlich ihren Platz buchen und ausrichten können, organisieren können und nicht, dass so ein, will man sagen, Missgeschick wie mit Mainz geschehen ist, mit dem Termin sozusagen nochmal vorkommt. Ich finde, natürlich ist es so, dass Mainz einen Ausweichtermin gesucht hat und das, ich finde es auch gut, dass das Volksfest nicht ausgefallen ist, muss man auch dazu sagen, keine Frage, aber ich bin der Meinung, dass
wenn man einen Volkstest macht, dann muss man irgendwie gucken, dass es plausibel erklärbar ist und nicht einfach den ganzen Terminkalender durcheinander wirft, weil es gibt auch Feste, die danach nur laufen, wie beispielsweise Darmstadt, Schierstein, Wiesbaden, Biebrich. Und ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wie man einfach so ein Volkstest in den Sommer legen kann, das eigentlich im Frühjahr stattfindet. Das ist für mich eigentlich ein Unding. Natürlich kannst du das machen, aber ob das für alle Beteiligten so einen Effekt hat, das wage ich zu bezweifeln. Auch was die Attraktionsliste dann angeht, was die Stadt Mainz betrifft. Auch was die Attraktionsliste angeht, da bin ich auch in mancherlei Hinsicht zweierlei Meinung geworden. Natürlich leistet die Stadt Mainz in Sachen Schaustellen gute Arbeit. Das darf man nicht von der Hand weisen. Natürlich leistet Mainz eine gute und freundliche Schaustellerpolitik, aber ich finde, dass Mainz früher auch nochmal eine andere Hausnummer war als heutzutage. Und wenn ich mich an die Fastnachtsmesse der 80er Jahre erinnere, wenn ich mich an die Fastnachtsmesse am vorigen Rheinufer erinnere, bis 2002, 2003, dann war das nochmal eine ganz andere Hausnummer als heutzutage der Rheinfrühling. Und das finde ich schade. Auch so ein bisschen gegenüber den Schaustellern, dass man so leichtfertig die Situation in Mainz verspielt. Und meine, man kann ja verstehen, dass die Schausteller das Fest nicht auslassen wollen, wir wollen. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum man es nicht so legt oder im Anschluss an das Wiesbadener Frühlings das macht. So hätte die Schausteller eine kleine Tour machen können mit oder vor das Wiesbadener. Achso, der Grund wird wahrscheinlich sein, dass die Bauarbeiten da noch nicht fertig waren, logischerweise, deswegen muss man es nach hinten verlegen. Aber nee, Spaß beiseite. Ich finde, meine Meinung zu dem ganzen Thema ist, wenn du ein Volksfest verlegst, dann birgst du so immer die Gefahr, dass es abnimmt. Auch bestechungstechnisch. Und das wiederum ist dann ein herber Rückschlag. Kann man machen. Aber ich finde, Mainz ist eine gestandene Stadt und sollte auch ein Konzept erarbeiten, das für einen reinen Frühling einen würdigen Ersatz bietet und nicht irgendeine Kommerzveranstaltung, die da einfach nur hingestellt wird, nur damit was stattfindet. Aber ich finde, natürlich gibt sich die Stadt Mainz Mühe, auch mit der Johannisnacht. Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, aber ich finde, je mehr die Stadt Mainz immer wieder den Schaustellern so Schwierigkeiten macht, müsste man da irgendwie mal gucken, dass man eine Linie findet. Und weil ich finde es auch den Kollegen aus Darmstadt unfair oder aus Wiesbaden unfair, einfach so ein Fest in den Sommer zu legen. Natürlich kann man das machen, das ist gar keine Frage, aber ich bin der Meinung, wenn man ein Volksfest macht, dann sollte das auch irgendwie zeitlich passen für die anwesenden Schausteller und anwesenden Schausteller. Und dementsprechend finde ich, ist sozusagen das Mainzer Terminproblem, ja, ich will jetzt sagen, eine Behinderung, wäre ein bisschen frech, aber günstig ist ein anderer Termin, meiner Meinung nach. Und günstiger wäre ein anderer Termin gewesen, aber ich bin ja nicht beschäftigt bei der Stadt Mainz und dementsprechend habe ich da wenig zu melden, das gestehe ich auch ein. Ich wollte nur mal meine Vorschläge machen und finde, hätte man das irgendwie verbinden können mit Wiesbaden oder Frankfurt am Main, das ist ja auch noch die Dippemess, dann hätte das irgendwie eine sinnvollere Taktik ergeben für die ortsansässigen Schausteller wie aus Wiesbaden und der Region und da hätte man ein wenig klüger handeln können. Aber wie gesagt, das sind alles Lamentierungen, das sind alles Verbesserungsvorschläge, wie man das hätte anders lösen können. Weil ich finde, das ist ein bisschen unglücklich gelöst mit dem Heinerfest im Juli.
Und den Wiesbadener Festen dann natürlich auch dabei. Und wie gesagt, ich sitze nicht in den Gremien der Stadt, also habe ich nichts zu melden, habe ich eigentlich nichts zu melden. Aber ich wollte nur mal meine Sicht der Dinge schildern, wie ich das sehe, dieses Durcheinander. Und ja, wünsche dennoch den Mainzern und den Gästen viel Spaß auf dem Rhein-Sommer oder Rhein-Fuhling im Sommer und will ja nicht so herablassend reden. Also, finde, wenn man ein Volksfest macht, dann sollte man auch hinter dem Konzept stehen und nicht einfach so hin und her rutschen, wie eine Wildwasserrutsche. Aber wie gesagt, das sind alles Lappalien, die ich nicht beeinflusse. Und dementsprechend finde ich, sollte ich mich da vielleicht nicht zu sehr reinsteigern. Wollte nur einfach mal meine Sicht der Dinge mitteilen und ja, dazu meinen Standpunkt der Dinge mitteilen. Also macht gut, Freunde. Man sieht sich auf den Festen, bei den Besten und immer schön im Kreis umdrehen und niemals umdrehen. Also, Freunde, macht gut.